Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielleicht wisst ihr es, bei uns auf dem Kanal ist der Karim zuständig für Saugroboter und ich mache eigentlich die Akkustaubsauger und die Wischsauger und noch alles mögliche andere. Ja, jetzt haben wir mit dem Ecovax D-Bot X2 Combo aber ein Gerät, das ist sowohl ein Saugroboter als auch ein integrierter Akkustaubsauger mit Absaugstation. Ja, und deswegen stelle ich dieses Gerät jetzt hier vor. Ich werde mich hierbei aber hauptsächlich auf den Akkusauger fokussieren. Vielen Dank an Ecovax für die Bereitstellung des Testgeräts. Jetzt schauen wir uns hier erstmal alles im Detail zusammen an. Viel Spaß! Ja, die gesamten technischen Daten zum Ecovax D-Bot X2 Combo, die haben wir natürlich bei uns in den Saugroboter-Finder eingepflegt. Der Link ist hier oben in der Infokarte. Da könnt ihr ganz viele verschiedene Saugroboter euch anschauen, die da eingepflegt wurden. Ihr könnt da filtern nach verschiedenen Kriterien, wie zum Beispiel den Preis. Was wollt ihr maximal ausgeben? Welche Kriterien, welche Features, welche Funktionen sind euch besonders wichtig? Da könnt ihr auch Saugroboter direkt miteinander vergleichen, die gegenüberstellen, seht die Testergebnisse und könnt da ganz genau das Modell für euch herausfinden, was am besten zu euch passt. So, ich habe es ja eben gerade schon mal gesagt, Karim kümmert sich um die Saugroboter hier bei uns auf dem Kanal und der hat natürlich auch den D-Bot X2 von Ecovax. Den hat er schon getestet, das Video, das findet ihr hier oben. Und wenn ihr euch also für den Saugroboter im Detail mit allem drum und dran interessiert, dann schaut euch bitte dieses Video an, denn ich werde mich auf den Akkustaubsauger, der hier drin integriert ist, einfach fokussieren, damit wir das gesamte Bild haben. Und Änderung gibt es insofern, dieses Gerät hier hat 800 Pascal mehr. Ja, wird vielleicht eine kleine Änderung geben, aber bei der Saugleistung wird sich jetzt in den Ergebnissen nicht so viel ändern. Also wie gesagt, wenn ihr das Video zum Saugroboter sehen wollt, was der kann, wie der navigiert und so weiter, schaut bei Karim vorbei. Also das Besondere hier bei diesem Modell, es sagt ja schon der Name Combo, ist eben, dass man hier an der Seite jetzt das erste Mal eben in einen Saugroboter auch einen Akkustaubsauger integriert hat. Den kann man hier so an der Seite rausnehmen und dann hat man den Akkusauger dabei. Wenn man den X2 Combo sich kauft, hat man ihn als erstes aber nicht mit allem Zubehör, denn hier unten ist eine kleine Schublade und hierin befindet sich eine Milbendüse, ein Milbenaufsatz, dann noch hier so eine 2-in-1 Bürste und ganz unten drin ist hier auch noch eine Fugendüse. Also das Zubehör, und das ist auch sehr praktisch bei diesem Kombo-Modell, ist alles sehr platzsparend verstaut. Also das ganze Gerät, klar, ist groß, aber im Vergleich zu den Geräten einzeln, jetzt vielleicht noch ein Akkusauger mit einer einzelnen Absaugstation, würde ich ja nochmal mehr Platz wegnehmen. Jetzt weiß ich nicht, wie rum das da reingeht. Lassen wir das mal kurz weg. Man hat hier alles in einem. Das hier, was hier noch mit bei ist, an der Seite, ist aber bei dem Modell optionales Zubehör. Also ihr bekommt das nur dazu, wenn ihr euch das für, ich glaube, etwas mehr als 100 Euro noch dazu kauft. Fand ich tatsächlich etwas schade und musste auch ein bisschen länger drauf warten, damit ich den Test machen konnte. Mittlerweile gibt es auch schon ganz neu den D-Bot T30S Combo Complete. Wenn man den sich kauft, es hat gar nichts mehr mit dem X2 zu tun, sondern ist dann D-Bot T30, rund, nicht eckig. Da ist dann alles schon mit dabei. Da kriegt man dann alles für das Combo-Set. So, lang genug drumherum gelabert. Jetzt wollen wir uns aber mal kurz anschauen. Das hier ist ein Akkustaubsauger und für Leute, die sich ein bisschen mit Akkusaugern auskennen, die erkennen sofort, das ist ein Tineco Akkustaubsauger. Gar nicht groß verwunderlich, denn Tineco ist bekanntlich eine Tochtergesellschaft von Ecovax. Das heißt, Ecovax macht die Saugroboter, Tineco macht die Wischsauger und die Akkustaubsauger, um die ich mich ja normalerweise kümmere. Also, das fällt hier auf. Das ist definitiv ein Tineco Akkustaubsauger. Ja, und der ist so aufgebaut, man hat hier einen Pistolengriff. Einmal drücken, arretiert es auch beim Saugen. Man kann hier oben mit dieser Modustaste die verschiedenen Modi durchstellen, gibt aber nur zwei Stück und auf der Rückseite ist hier hinten ein kleines Display. Das zeigt aber nur die Striche vom Akku an, also nicht sonst noch irgendwelche Informationen zum Saugen, irgendwie hier eine Automatik oder sowas zeigt das alles nicht an. Der Akku ist auch fest verbaut, den kann man nicht auswechseln. Der Staub wird hier so nach unten ausgeschüttet, wenn man das möchte. Macht er aber natürlich hier in der Basisstation alleine, zeige ich aber natürlich gleich im Test noch. Hier oben gibt es noch einen Filter, auch den schauen wir uns natürlich gleich nochmal im Test an. Ja, und wenn ihr jetzt quasi euren Saugroboter losgeschickt habt, der hat eigentlich alles gemacht, aber ihr müsst nochmal auf dem Sofa saugen, zum Beispiel mit der Milbenbürste, oder ihr wollt in irgendeine Ecke, wo der Saugroboter nicht reinkommt, dann nehmt ihr einfach den Akkusauger hier raus, saugt damit, stellt ihn dann hier rein und dann saugt er eben automatisch in den gleichen Staubbeutel wie der Saugroboter auch den Staub ab, was natürlich sehr komfortabel ist. Okay, das war jetzt schon ziemlich viel für den ersten Eindruck, ist ja aber auch wirklich ein sehr großes Gerät, wo man viel zu sagen kann. Jetzt habe ich natürlich das Gerät auch getestet, wie gut dieser Akkustaubsauger saugen kann und wie die Handhabung und so weiter ist, und das schauen wir uns jetzt als nächstes an.
Ja, natürlich habe ich diesen Akkusauger hier auch durch alle meine Tests geschickt. Bevor wir darüber sprechen, lasst doch gerne kurz mal ein Like für dieses Video da. Abonniert den Kanal, aktiviert hier unten die kleine Glocke, denn dann verpasst ihr nämlich in Zukunft auch keine Videos mehr, wenn wir hier noch weitere Geräte testen. Lasst auch gerne einen Daumen nach unten da, wenn euch irgendwas nicht gefällt. Schreibt aber bitte dann in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat, damit wir die Möglichkeit haben, irgendwas besser zu machen. Also, Testergebnisse. Natürlich, es ist ein Akkustaubsauger, ein vollwertiger und dementsprechend kommt er auch in die gleichen Tests. Auf dem Hartboden hat er dann auch mehr als 99 Gramm in der 1 Minute aufgenommen. Man muss da definitiv dazu sagen, dass er bei der ersten Überfahrt eine Menge liegen lässt. Es gibt ja aber auch keine Hartbodenwalze. Beim Rückwärtsfahren nimmt er dann das meiste auf. In der 1 Minute wurden dann aber eben über 99 Gramm aufgenommen. Es gibt aber auch Sauger, die dann eben bei der ersten Überfahrt mehr aufnehmen oder so gut wie alles. Und dann geht es dann halt ein bisschen schneller. Dann kam der Test mit dem Teppich und hier hat er ganz knapp über 60 Gramm aufgenommen. Ist dementsprechend, weil da sage ich immer so, ist die Grenze, dass ich sage, eine Empfehlung aussprechen für so einen Akkusauger auf Teppich beginnt bei mir bei 60 Gramm. Mittlerweile gibt es viele Akkusauger, die auch 70 Gramm, 80 Gramm oder jetzt mittlerweile sogar über 90 Gramm aufnehmen. Aber ich sag mal, für den Durchschnitt ist er da dementsprechend geeignet. Dann teste ich ja natürlich immer noch, ob auch für Allergiker unser Filtertest bestanden wird mit einer Nebelmaschine. Und auch das hat hier funktioniert. Da ist tatsächlich hinten nichts mehr von dem aufgesaugten Nebel rausgekommen. Hat dementsprechend also alles wirklich ziemlich gut ausgesehen. Das heißt, die reinen Reinigungsergebnisse von diesem integrierten Akkustaubsauger, die können sich wirklich sehen lassen. Und da brauchen wir jetzt gar nicht mehr viel Zeit verlieren. Außer zu sagen, wir schauen jetzt nochmal, wie sah es denn so in der Handhabung im Alltag aus? Was waren meine Ergebnisse? Nicht meine Ergebnisse, meine Erfahrungen. Und dann will ich natürlich trotzdem nochmal darüber sprechen, wie finde ich denn so generell eine Kombo aus Saugroboter und Akkusauger? Ist das im Alltag irgendwie sinnvoll? Macht das Spaß? Ist das cool? Was sind die Pros und die Cons? Darüber sprechen wir als nächstes. Ja, als ich den X2 Combo das erste Mal in China noch vor der Veröffentlichung in Deutschland gesehen habe, habe ich erst noch überlegt, bin mir gar nicht so sicher, was ich davon halten soll. Belächle ich diese merkwürdige Combo oder ist das richtig genial? Und ich denke mal, das kommt so ein bisschen auf den individuellen Haushalt an und das zeigt sich auch gleich, wenn wir über den Saugroboter sprechen. Denn eigentlich muss man sagen, wenn man einfach nur einen einfachen Sauger, ein Akkusauger, aber mit hoher Qualität. Tineco ist ja immer noch ein Premium-Hersteller und nicht irgendwie was, wo es Billigmaterial gibt. Fühlt sich alles sehr hochwertig an. Wenn man aber einen einfachen, aber für die meisten Aufgaben geeigneten Sauger braucht, der ein paar Aufsätze mit dabei hat, dann ist das wirklich praktisch. Wenn man generell sowieso halt einen Saugroboter möchte, wenn man sich für den X2 entschieden hat und dann noch einen Sauger dazu möchte, einen Akkusauger, ist das schon echt clever, denn es nimmt, je nachdem, was ihr euch sonst gekauft hättet, wahrscheinlich auch weniger Platz weg. Weniger Platz ist bei so einem Riesensauger natürlich jetzt auch schon wieder irgendwie ein bisschen, hört sich vielleicht auch ein bisschen merkwürdig an, aber ja, wenn man sagt, ich möchte einen Saugroboter haben mit einer Absaugstation, der quasi Frischwasser, Abwasser und so weiter alles integriert, sich selber reinigt und so, dann sind diese Stationen halt eben so groß. Und wenn man dann sagt, einen Akkusauger mit Absaugstation hätte ich auch noch gern dazu, selbst wenn man sich hier einfach mal den Tineco Pure One Station anguckt, der ist viel, viel größer und auch alle anderen Samsung wie Spokejet und wie sie alle heißen mit ihren Absaugstationen, da hat man richtige Klopper stehen und dann das Ganze hier so zu integrieren, finde ich clever, dass man quasi eine Absaugstation für beides nutzt und im Alltag hier im Büro, da steht dieser Saugroboter nämlich, ist das tatsächlich praktisch, dass ich sagen kann, schick den Saugroboter los und wenn ich zwischendurch mal eben was wegsaugen möchte, nehme ich eben hier nur kurz den aus seiner Station raus, packe ihn hier rein, er wird automatisch ausgeleert. Das ist schon sehr komfortabel, muss ich definitiv so sagen. Wenn man jetzt einen Sauger möchte, einen Akkusauger, der für hochflorige Teppich noch richtig viel krasser ist, so über 70, 80 Gramm aufnimmt, hat man das dann halt hier eben nicht, muss man dann wissen. Ja, wie gesagt, zum Saugroboter. Der Karim ist unser Saugroboter-Experte, der hat ein ausführliches Video dazu gemacht. Ich kann einfach nur aus meiner stumpfen Anwenderansicht sagen, ja, ich war zufrieden oder bin zufrieden mit dem, was er macht. Ich finde, wie er bei mir durchs Büro fährt, sehr gelungen. Die Navigation hat mir gut gefallen, auch das Wischen und dass er sich danach selber sauber macht. Das ist alles super komfortabel und er hat hier bei mir super navigiert. Es war nicht alles problemlos. Ich habe es auch schon mal gehabt, tatsächlich, dass ich ihn irgendwann mal losgeschickt habe, habe gesagt, bitte reinige hier nur den Flur. Und dann ist er erstmal überall im Wohnzimmer bzw. im Studio, im Büro rumgefahren und stand Kalibrieren in der App daneben. Und dann hat er auf einmal gesagt, ah, hier bin ich und hat sich wieder gefunden. Das ist nicht alles, sagen wir mal, komplett fehlerfrei. Aber ansonsten muss ich sagen, im Alltag so, den als Saugroboter zu nutzen, er hat auch eine Hindernisvermeidung, die hier bei mir wirklich sehr gut funktioniert. Ich habe hier so Vorhänge, die so auf den Boden überlappen und die hat er nicht überfahren, die hat er erkannt, Kabel hat er erkannt. Also muss ich sagen, hat bei mir wirklich gut funktioniert.
Reinigungsergebnisse und so weiter habe ich hier natürlich nicht gemacht, aber mit der Reinigung bin ich soweit hier zufrieden. Okay, so viel zu meinen Erfahrungen und ich denke mal, dann fassen wir alles nochmal ganz kurz zusammen. Meine Meinung zum EcoVax D-Bot X2 Combo. Ja, tatsächlich bin ich persönlich mit dem X2 Combo hier im Büro sehr happy. Als Saugroboter gefällt er mir sehr gut. Er navigiert schön, er macht ordentlich sauber und die Hindernisvermeidung passt bei mir hier alles wirklich gut. Also rein als Saugroboter gefällt er mir schon gut und dann eben als Akkusauger noch mit dazu. Ist das einfach super praktisch, kompakt, dass er da stehen kann. Er ist jetzt nicht der krasseste Akkusauger. Er nimmt Basic-Mengen auf hochflorigen Teppichen auf. Jetzt nicht überkrass, wenn ihr da mehr wollt, sowas wie zum Beispiel Shark oder Vorwerk und Dyson, die nehmen deutlich mehr auf Teppich auf, wenn euch das wichtig ist, dann ist er hier ein bisschen zu schwach, hat aber eine Absaugstation mit dabei, ist alles sehr hochwertig, schade, dass das hier ein optionales Zubehör ist, was man dazu kaufen kann, aber auch so praktisch, dass man hier alles verstaut, also das ist alles sehr platzsparend, fällt mir soweit gut, der Preis ist allerdings auch ganz schön hoch, muss man natürlich auch dazu wissen, dafür bekommt ihr aber natürlich wieder zwei Geräte in einem, also es gibt da mit Sicherheit verschiedene Sichtweisen, erzählt gerne mal, was haltet ihr von so einem Kombigerät, findet ihr das sinnvoll oder ist das Quatsch? Lasst das gerne mal in den Kommentaren da, das würde mich interessieren. Ja, das war es auch von mir zum X2 Combo. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch ein weiteres Video schauen wollt, dann findet ihr das direkt hier. Hier unten könnt ihr den Kanal abonnieren und da unten geht es zu unserem Saugroboter-Finder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.